Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spielraum Deckcheck. Mein Name ist Christoph Postel und ich darf euch heute Batik Bordele mit einem Pox-Deck präsentieren. Batik, erzähl kurz, was ist Pox? Also, das erste Mal muss man sagen, Pox ist ein Zuseherwunsch, dass wir das vorstellen. Und zwar, es wurde gewünscht, monoschwarzes Pox. Die Karte Pox oder Pocken gibt es schon ewig, aus Ice Age, glaube ich, sagt, dass jeder Spieler, also kostet 3 schwarze Mana, jeder Spieler verliert ein Drittel seiner Lebenspunkte, ein Drittel seiner Handkarten, opfert ein Drittel seiner Kreaturen und ein Drittel seiner Länder, aufgerundet. Das hat ein eigenes Deck eben damals erzeugt, sozusagen ein monoschwarzes Kontroll- oder Lock-Deck. Heutzutage spielt man Pox gar nicht mehr in Pox, weil es zu schlecht ist und zu teuer ist und auch der Effekt mit dem Leben verlieren teilweise problematisch für einen selber sein kann. Vorweg als Warnung: Es ist zwar mono-schwarz und man sollte glauben, Mono-Color-Decks sind im Legacy günstig. Ich stelle jetzt die Variante vor, so wie ich sie spielen würde. Und ich muss vorweg leider warnen, das wäre dann das teuerste Legacy-Deck, was ich bis jetzt vorgestellt habe. Oder zumindest knapp dran. Ich werde aber auch immer dazu sagen, was man als Alternative spielen kann, dass es nicht unendlich teuer ist. Aber Pox ist halt nicht günstig, wenn man es gut spielen möchte. Gut, starten wir mit der Landbase. Ich wollte jetzt sagen, die ist das günstigste, aber dann habe ich da eine Mitschrift von Batik gesehen, das ist doch nicht so günstig. Deck spielt 26 Länder, das sind einmal 10 Swamps, 4 Urborg. Ja. Okay, also zuerst muss man sagen, du spielst 25 bis 27 Länder in dem Deck, oder Mana-Sourcen und dann besser gesagt sogar. 10 Swamps sind einmal sozusagen relativ gesetzt, da kann man auch nur 9 spielen, wie auch immer. 4 Urborg deswegen, weil du relativ viele Länder spielst, die farbloses Mana machen oder sogar kein Mana machen, und mit Urborg machen sie Mana, und da du halt mono-schwarz bist, brauchst du sehr viel Schwarz, doppelschwarz oftmals, und deswegen... Du wirst halt auch oft discarden wahrscheinlich, oder? Du wirst oft deine eigenen Länder mit zerstören müssen, und das Urborg ist insofern immer gut. Das Einzige, was am Urborg ab und zu schlecht ist, dass du das gegnerische Fetchland besser machst, aber du machst ihm halt, gibst ihm halt auch nur schwarzes Mana, und das kann halt, also theoretisch nur ein Fünftel ist das relevant, aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich nur ein Drittel relevant, weil, ja, so oft wird, also von den Decks, die halt gespielt werden mit Schwarz. Du meinst, es ist weniger als ein Fünftel relevant? Drittel wäre jetzt mehr. Ja, es ist mehr relevant. Okay, passt. Weil sie nur ein Drittel der Decks schwarz nutzen kann, statt ein Fünftel der Decks. Aber, ja, es kann halt schon mal passieren, dass es blöd ist, aber in Wirklichkeit ist es auch egal, weil du halt dem Gegner eh Mana shortest ohne Ende. Was dir mehr Nutzen bringt als dem Gegner. Genau. Gut, als nächstes haben wir ein Cabal Pit. Ja, Cabal Pit ist halt auch ein schwarzes Land, vor allem ist es halt auch ein Removal, weil wenn du Threshold hast, und das hast du relativ schnell, kannst du es opfern und einer Kreatur -2/-2 machen. Das ist recht wichtig, dass es ist farblos, es ist --, das heißt, das ist schon mal, kann man schwerer verhindern, und es ist farblos, das heißt, Protection ist auch nichts. Ja, insofern ist es halt ein gutes Removal, was halt dann auf sich gratis in deiner Mana-Base dabei ist. Als nächstes, um ein bisschen mit dem Graveyard vom Gegner zu interagieren wahrscheinlich, ein Buyuka-Bug. Genau, macht im Endeffekt genau, was der Christopher gesagt hat, ist remove den Graveyard eines Spielers. Da du sehr viele Karten dem Gegner in den Graveyard haust, ist es ganz relevant sein, diese auch mal zu entfernen zu können, wenn du das Main-Deck hast. Das sind auch die einzigen zwei, Carol Pit und Buyuka-Bug, die getappt ins Spiel kommen von meinen Mana-Base. Es gibt dann noch die Option, Spawning Pool zu spielen. Das wäre auch ein schwarzes Land, was getappt ins Spiel kommt, was man für ein schwarzes und ein farbloses zu einer 1-1 Skeleton-Kreatur machen kann, die man dann für ein schwarzes regenerieren kann. Dann hätte man praktisch eine Kreatur oder einen Endless-Blocker in Landform, aber ich will halt nicht so viele Länder haben, die getappt ins Spiel kommen. Gut, was nicht getappt ins Spiel kommt, 4 Wasteland. Ja, Wasteland sind wichtig, weil du die Mana-Base vom Gegner angreifst, und Wasteland ist halt Der beste Spell, darf ich sagen, beziehungsweise das beste Land in dieser Hinsicht. Ja. Deswegen schon viermal gesetzt in dem Deck. Was man da noch spielt, sind 4 Mishra's Factory. Mishra's Factory ist eine deiner Winning Options. Ist halt das Land, was angreifen kann, was sich auch selber gegen sich pumpen kann. Und das ist auch ein Grund, warum du im Urborg spielst, weil wir haben ja jetzt schon 4 Colorless Länder, und da du halt sehr heavy schwarz bist, ist das ohne Urborg, kann das schon problematisch sein. Und die Factories, weil sie sich gegenseitig pumpen können, über den Motorvolt. Genau, ja. Du hast keine Synergien mit den Changeling insofern. Okay. Gut, dann spielst du ein Maze of Eth. Ja, Maze of Eth ist halt einfach eine gute Karte, die halt
wenn der Gegner mal doch zum Angreifen kommt, dich beschützen kann, unter Anführungszeichen, einfach indem sie halt den Tappen und sagt, das war nichts. Nichts passiert, haben wir geschaut. Und deswegen spielst du es. Es ist halt auch mit Urborg wieder mal Urborg, weil halt farblos, ja. Und wenn es euch noch nicht teuer genug war mit den vier Wastelands, das Deck spielt einen Tabernacle of Pendril Vale. Genau, also Wastelands halte ich hier nicht für die teuren Karten in dem Deck. Das muss man sagen, Tabernacle ist die teuerste Karte im Deck. Italienisch für 4,50 zu kriegen, Englisch für 6,90 zu kriegen, so damit ihr eine Vorstellung habt. Ist natürlich super in dem Deck, weil du dem Gegner halt ständig seine Mana-Base attackierst. Er muss für jede Kreatur was zahlen. Das kann er sich, wenn dann, maximal für eine Kreatur erlauben, aber sicher nicht für mehr. Eine Kreatur kannst du immer handeln. Das heißt, ja, es ist praktisch, du hast in Landform ein Removal. Tabernacle macht aber gar kein Mana. Das heißt, ohne Urborg ist es eigentlich, ein Spell. Das heißt, theoretisch spielst du eh nur 25 Länder. Ja. Das muss man halt auch betrachten. Ja. Gut, jetzt erklären sich die Urborgs immer besser. Eigentlich. Ja. Die Mana-Base haben wir fertig. Schauen wir zu deiner Kreatur. Meine Kreatur, genau. Es ist eine Kreatur, es ist ein Nether Spirit. Ja, Nether Spirit ist halt deswegen die Kreatur der Wahl. Es ist halt für 3 Mana ein 2-2er. Das wird jetzt nicht so aufregend, aber solange es die einzige Kreatur im Friedhof ist, kommt sie zurück ins Spiel in meinem Upkeep, wenn ich das möchte. Und das macht es halt relevant, deswegen spielt man auch nur einen einzigen Nether Spirit, weil der zweite würden sie sich gegenseitig deaktivieren sozusagen. Es gibt auch Listen, die spielen ein Entomb, um den Nether Spirit in den Friedhof zu kriegen. Oder halt, finde ich jetzt nicht gut, meine Liste spielt es nicht, sage ich gleich vorweg. Optionen, ich sage jetzt immer auch gleich die Optionen dazu, zu den einzelnen Sektionen, die man von Kreaturen wären Bloodgeist. Bloodgeist ist halt gut, weil aus dem Friedhof zurückkommt mit den Landdrops. Der spielt man natürlich dann 4 und pfeift auf den Nether Spirit oder spielt noch immer ein Nether Spirit, was dann irgendwie komisch ist. Ja, weil es halt immer wieder kommt und halt immer wieder angreifen kann. Deswegen ist Bloodgeist auch gut. Eine Möglichkeit ist auch der Vengeful Pharaoh, weil er halt, wenn der Gegner dich angreift, die Kreatur zerstört wird, er wird oben auf die Bibliothek gelegt, das heißt, du ziehst ihn wieder. Den kann man sogar gemeinsam mit Nether Spirit spielen, weil da kann man sich das so ein Setup machen, dass Nether Spirit dann wieder allein im Friedhof ist. Das geht. Und die letzte Möglichkeit ist Tombstalker. Ja, ist halt ein 5-5 Flieger. Das Delph hast du immer sozusagen. Tombstalker ist halt das Problem, wenn er einmal stirbt, ist er weg. Kommt er nicht wieder. Dafür, an was soll Tombstalker sterben, außer an Swords to Plowshare? Weil Bolt ist zu wenig, Abrupt Decay geht nicht. Also es gibt kaum Removal sonst im Legacy, was ihn wegmachen könnte. Und Swords to Plowshare removed aber auch Nether Spirit. Das heißt, das ist dann fast irrelevant. Das heißt, man könnte sich auch Tombstalker überlegen. Weil er halt auch eine bessere Glocke als 5-5er ist. Gut, schauen wir weiter. Gehen wir zu den Planeswalkern. Ja. Das sind 4 Liliana of the Veil. Das ist... Passt sehr schön in das Deck hinein. Discarden, sacrificen, die Hälfte von den gegnerischen Permanents eliminieren. Das machst du eigentlich relativ wenig, weil der Gegner eh so wenig Permanents hat, dass sich das fast nicht auszahlt. Aber ja, ich meine, du spielst auch deswegen 4 Lilis, weil du ab und zu Lili selber Karten discarden musst. Deswegen ist auch Nether Spirit gut, wenn du mal nicht selber discarden musst oder selber Karten dir selber zerstörst. Kann auch passieren. Nether Spirit kommt halt wieder, Tombstalker nicht. Lili ist halt einfach gut. Macht eben alles, was dieses Deck machen will, eben die Hand angreifen, die Kreaturen angreifen, also fast alles, es greift nicht die Länder an, aber deswegen 4-mal gesetzt. Theoretisch könnte man auch 3-mal nur spielen, finde ich, aber ja. Ich finde, das Deck ist besser, wenn du mehr Four-Offs hast, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ja, weil du es halt selber auch ziemlich oft discarden musst. Genau, weil du es selber halt auch und weil du es halt auch konstant haben willst, alles. Gut, dann schauen wir zu den Spells, die du hast. Eine der genialsten Karten und eine der Karten, die wahrscheinlich jeder, der Magic ein bisschen kennt, kennt diese Karte. 4 Dark Ritual spielen eigentlich nicht mehr so viele Decks. Ja, Dark Ritual ist halt das Mana-Accelerating für Schwarz, unter Anführungszeichen, für 1 Mana 3 Mana kriegen. Heutzutage eigentlich fast nur noch in Storm zu sehen. Ist halt wichtig, dass du halt viele Spells, die 3 Mana kosten, das heißt die Liliana, oder auch noch andere oder Spells, die 2 Mana kosten. Das heißt, du kannst dann Turn 1 das machen und 2 Spells spielen. Das ist gerade am Anfang, ist es total wichtig, Dark Ritual zu haben, einfach um den Gegner am Anfang zu stoppen, weil da hat er noch die meisten Ressourcen und du bist noch nicht so im Laufen. Später im Spiel wird diese Karte immer irrelevanter, aber noch immer gut genug, dass ich sie im Endeffekt haben will, obwohl es auch schon Listen gibt, die es nicht mehr spielt. Ja. Dann, wenn ich auf die Liste schaue, spielst du 4 und wahrscheinlich einen Split aus Inquisition of Kozilek, Sorcis und oder Duress? Nein, ich spiele 4 Inquisition of Kozilek. Man kann auch Zorzis oder Duress spielen. Ich finde aber Inquisition mit Abstand am besten.
weil du den Gegner eben mit Wastelands und anderen Karten auf Mana reduzierst. Das heißt, was mehr als 3 Mana kostet, wird er eh nicht ausspielen können. Sortis kostet dir Leben, das ist schlecht. Du Rest nimmt keine Kreaturen, das ist auch schlecht. Insofern ist Inquisition mit Abstand das Beste. Deswegen für mich 4-mal gesetzt. Okay, was auch gesetzt ist, aber das ist nur ein 3-of, Hymn to Terrar. Ja, die Hymne ist, tut mir ein bisschen im Herzen weh, sie zu cutten auf 3 runter, aber sie ist teilweise nicht so gut, weil, also vor allem als Top-Deck ist sie sogar schlecht als Inquisition teilweise, weil sie halt 2 Mana kostet und du die gegnerische Hand eh sehr konstant angreift. Das heißt, ein Start mehr, der Dark Ritual Hymn Inquisition ist, ist schon ziemlich frech, weil du hast ja mal 3 Handkarten weggenommen. Aber irgendwann später ist die Hymne halt schlechter und ich musste eine Karte für eine andere Karte und das war halt die Hymne. Gut, als nächstes spielst du 4 Innocent Blood. Innocent Blood, ja, jeder Spieler opfert eine Kreatur für 1 Mana. Du spielst genau eine Kreatur, die wiederkommt. Deine Gegner werden mehr Kreaturen spielen. Das heißt, im Endeffekt ist es 1 Mana, dein Gegner opfert eine Kreatur. Das ist okay. Und dann kommen wir zu Smallpox. Genau, das ist das Pox noch in dem Deck, das Smallpox. Das sagt ja auch, jede Kreatur verliert ein Leben, also jeder Spieler verliert ein Leben, opfert eine Kreatur, wirft eine Handkarte ab und zerstört ein Land. Genau, opfert ein Land. Wieder dasselbe Spiel, du spielst Nether Spirit, das heißt, das Kreatur ist bei dir egal. Du spielst sehr viele Länder, das heißt, du kannst damit besser klarkommen. Du hast redundante Karten, deswegen spielst du alles 4-mal, damit du eher was wegwerfen kannst. Und das eine Leben ist sonst so irrelevant, ja, im Normalfall. Deswegen ist auch Smallpox über Pox, es kostet halt auch nur 2 Mana, statt 3. Als nächstes ein Four auf einer Karte, die eine meiner Favorite-Karten wahrscheinlich ist. Sinkhole wird fast gar nicht mehr gespielt in Legacy. Wird fast gar nicht mehr gespielt, ist halt 2 schwarze Mana, Destroy Target Land. Ist natürlich super in dem Deck, weil du halt mit den Wastelands und den Smallpox und den Sinkhole die Länder angreifen kannst. Man kann das auch jetzt gleich vorwegnehmen. Wenn man sich das Deck bis jetzt anschaut, man hat 12 Karten, die die Länder angreifen. Eben die Wastelands, die Sinkhole und die Smallpox. Du hast 15 Karten, die die Hände angreifen. Die Inquisition 4, die 3 Hymnen, die 4 Lilies und die Smallpox. Und du hast 15 Karten, die deine Kreaturen angreifen. Also eigentlich 16 mit dem Cobblepit. Eben die Innocent Blood, die Smallpox, die Lilies. Ja. Und eine 17, Entschuldigung, mit dem Cobblepit. Das heißt, man sieht, es ist sehr gut gebalanced einfach. Um das geht es halt auch. Du darfst halt, wenn du noch mehr Creature Removal reingibst, verlierst du an irgendeiner anderen Stelle. Und das Ziel dieses Decks ist einfach, den Gegner auszulocken. Das heißt, er hat keine Länder mehr, damit er nichts spielen kann. Er hat keine Handkarten mehr, damit er nichts spielen kann. Und die Kreaturen, die er im Spiel mal gebracht hat, sind sofort wieder tot. Hört sich nach einem Plan an. Den letzten Spell, das ist, steht, da hast du auch wieder mehrere Möglichkeiten aufgeschrieben. Also ein Besieged the Queen. Genau, Besieged the Queen ist der Tutor unter Anführungszeichen, kostet halt triple schwarz oder halt auch 2 farblose statt ein schwarzes kann man es ja spielen, das ist also eine Splitkarte. Also theoretisch im schlechtesten Fall 6 Mana, das wird es bei dir nie kosten. Im schlechtesten Fall 6 Mana, sollte aber nur 3 kosten, am besten über Dark Ritual. Das Problem ist, du kannst dir halt nur eine Karte raussuchen, so viel wie du Swamps kontrollierst. Das heißt, du kannst dir nur teure One-Offs dann raussuchen, wenn du schon viele Länder hast. Das passiert aber an gewissen Punkten in dem Deck, dass du eben auch 4-5 Länder hast, dann ist es okay. Davor ist halt die Alternative Grim Tutor. Grim Tutor kostet fix 2 schwarze, ein farbloses. Das Problem ist, du zahlst 3 Leben. Das und 250 Euro. Und 250 Euro circa, genau, ja. Wenn man das Grim Tutor hat, ist er wahrscheinlich überbesitzt zu spielen. Die 3 Leben sind aber auch nicht irrelevant. Ja. Mhm. Ich meine, du spielst keine Sortis, das ist gut. Du spielst nur Smallpox, also du verlierst selber weniger Leben. Und der eine Grim Tutor, den kannst du dir im Normalfall erlauben. Aber die Games mit dem Deck dauern halt lang. Das muss man immer sich bewusst machen, weil du halt den Gegner versuchst auszulocken. Mhm. Und dieser Lock, du lockst ihn aus und dann musst du ihn auch irgendwie töten. Und deine Killing Options sind halt im Endeffekt 2-2 Kreaturen oder für 2 Schaden schießen, das kommen noch gleich dazu. Das heißt, es dauert alles sehr lang. Gut, schauen wir weiter. Du spielst ein Enchantment. Mhm. Da steht auch wieder 140 Euro dabei. Ja. Ein Nether Void. Ja, Nether Void ist halt das 4-Mana-Enchantment, das schwarze. Jeder Spell kostet 3 Mana mehr. Das heißt, der kostet nicht 3 Mana, sondern auch ein 3-Mana-Spell kostet dann halt 6 Mana.
Das kann auch für dich ein bisschen problematisch sein, aber es kann auch für den Gegner einfach das Lock sein, weil der hat halt zwei, drei Länder. Wenn es mal so weit kommt, dass er zwei, drei Länder hat, dann kann er gerade mal einen Null-Mana-Spell spielen. Gratuliere, das wird ihm nicht viel bringen. Die günstige Alternative ist Drinisphere. Drinisphere ist halt teilweise genauso gut, aber halt noch immer nicht dasselbe, ist eh klar. Ja, wenn man es hat, dann Netherwhite. Theoretisch sollte man sogar zwei Netherwhite spielen. Ist dann halt noch ein bisschen teurer. Man hat aber eh Besiege, um sich das Netherwhite rauszusuchen und man will es eh auf der Starter im Normalfall nicht haben. Ja. Eine Option in dem Enchantment-Slot ist noch der Abyss. Das hat man ja schon im Tesserator-Deck. Kostet halt auch 160 Euro. Lasst halt in jeden Upkeep. Wenn dann ordentlich, ja. Da opferst halt in jeden Upkeep dann eine Kreatur, also eine Non-Artefakt-Kreatur muss jeder Spieler in seinen Upkeep opfern. Und die kann auch nicht regeneriert werden, das ist halt auch super, weil ja, du kannst es auch so stacken, dass dein Nether Spirit ins Spiel kommt und dann du, also dass du zuerst opferst, dann kommt dein Nether Spirit ins Spiel. Das wäre die richtige Wahl, ja genau. Und wenn nicht oft spielst, also wenn du der Biss spielst, spielst du eigentlich gar keine Kreaturen. Dann pfeilst du drauf, dann gewinnst du nur mit deinen Ländern und halt mit deinen Artefakten, die mir jetzt noch kommen. Muss aber meines, also der Biss ist immer so eine Karte, die ist halt nice to have. Wenn dann das One-Off, finde ich aber auch nicht nötig, ja. Gut, du hast Artefakte angesprochen. Es sind vier genau, es sind zwei Curse Scroll. Ja, Curse Scroll ist eine sehr Oldschool-Karte. Du zahlst, es kostet ein Mana-Artefakt, du zahlst drei Mana. Dein Gegner, oder at random, wird eine Karte aus deiner Hand vorgezeigt. Und wenn es die Karte ist, die du im Vorfeld genannt hast, dann kannst du zwei Schaden schießen auf Spiel oder Kreatur. Da du selber sehr wenig Karten haben wirst, aber einen gewissen Punkt eben durch Discarden und so, durch Lily und durch Smallpox, wirst du sehr oft hitten. Und schießt den Gegner halt einfach so tot oder halt seine kleinen Kreaturen so tot. Ja, ist eine coole Karte, ist halt auch gut einfach in dem Deck, weil Artefakte du selber nicht angreifst. Das heißt, die Artefakte bleiben im Normalfall immer leben, genauso wie die Enchantments. Das ist aber, kann aber auch ein Problem sein, wenn der Gegner Artefakte oder Enchantments hat. Gut. Die nächste Karte, die genau in das Deck hineinspielt, ein Crucible of Worlds. Ja, Crucible of Worlds würde ich immer in dem Deck mein Deck spielen wollen. Es ist einfach, du opferst viele Karten, also viele Länder, du kannst dir Wastelands zurückholen, du kannst dir deine Länder zurückholen, die du mit Zinkol geopfert hast. Du kannst theoretisch auch einfach ein Urburg wieder zurückholen, um ein getapptes Urburg zu entfernen, um einfach ein Mana mehr zu haben. Ja, du kriegst deine Kreaturen zurück. Es ist halt super, ja. Vor allem damit ist das, ich zerstöre ein Land von uns beiden, für dich irrelevant. Und das ist halt, ja. Und natürlich ist es auch gut, wenn du die Nether Spirit, die Bloodgeist spielst, weil du dann halt auch immer die Bloodgeist triggern kannst. Gut, und die letzte Karte, die 60 Main-Deck-Karten komplettiert, ist ein Phyrexian Totem. Genau, Phyrexian Totem ist meine persönliche Choice, ist halt ein 3-Mana-Artefakt, dass der ein Mana macht. Deswegen spiele ich halt auch nur 26 Länder und nicht das 27. Land. Mein 27. Land ist das Totem, weil ich es halt für 3 Mana zu einer 5-5-Kreatur machen kann, die angreifen kann. Das ist ein Phyrexian Negate im Endeffekt ist, das heißt, wenn der Schaden kriegt, opfere ich so viele Permanents, ist natürlich ein Problem gegen Decks, die Lightning Bolt spielen vor allem, aber ich werde ihn halt nicht aktivieren, wenn ich nicht weiß, dass er unbeschadet durchkommt. So blöd darf man einfach nicht sein und sonst ist es halt eine super Clock, ein 5-5er ist halt 4 Angriffe, das ist perfekt. Ja, wahrscheinlich weniger bei den ganzen Sachen, die du spielst, plus Fetchliner vom Gegner potenziell. Wahrscheinlich nur 3 Angriffe, vielleicht mit einem Netzbild, aber es ist auf jeden Fall eine zusätzliche Winning Option und damit hat dieses Deck 8 Winning Options, das sind eben die Curse Scroll, das Totem, der Nether Spirit und halt die 4 Factories, das ist, sag ich mal, ausreichend. Das ja. Hat seine Berechtigung. Halt. Genau, es gibt halt auch Boxdecks, die es mit 6 Winning Options noch machen. Ja. Nur Curse Scroll und die Länder zum Beispiel. Kann man auch machen, ja, wenn man noch. Aber das, umso länger das Spiel dauert, umso schwieriger wird es halt irgendwann, dass der Gegner sich nicht rauszieht. Und das ist halt ja, das Problem auch. Gut, Main Deck haben wir durch. Mhm. Jetzt sagen, schauen wir uns die 15 Sideboard-Karten und alle Optionen, die wir dazu haben, an. Die erste Sideboard-Karte ist eine Karte, die wir eigentlich durch alle Formate schon gesehen haben. Ja. Das sind zwei Pithing Needle, die Antwort für alles unter Anführungszeichen. Genau, Pithing Needle ist halt die Catch-All-Karte, ist halt zum Beispiel auch wichtig, um Itterweil abzustellen, weil, wie wir gesagt haben, du kannst keine Artefakte mit dem Deck handeln in Wirklichkeit, weil das halt schwarz nicht kann. Damit kannst du halt zum Beispiel Artefakte abstellen oder kannst halt irgendwelche aktivierten Abilities von Karten, die dich potenziell nerven, abstellen. Das kann auch gleich die nächste Karte sein, zum Beispiel ich spiele 2 Engineered Explosive,
Damit kannst du auch die abstellen, falls das relevant sein sollte. Falls du sie reinbringst und der Gegner auch. Dann können wir es uns gegenseitig abstellen. Yeah. Nein, aber Nginx Pro ist einfach auch so eine Catch-All-Card, die eben auch ein Artefakt mal handeln kann oder halt auch mal viele Tokens handeln kann oder ja, eben ein Enchantment handeln kann, was eben diese Farbkombination eben, Kombination dieses Mono-Schwarz eben nicht kann. Ja. Also sehr viel handeln. Handeln, ja. Die nächste Karte, und das wäre so eine Karte gewesen, die hätte ich mir vorgestellt, die könnte man aber vielleicht sogar Main-Deck spielen. Mhm. Das sind zwei Ensnaring Bridge. Ja, Ensnaring Bridge ist deswegen nicht Main-Deck, weil du ja gar nicht willst, dass der Gegner Kreaturen an Bord hat. Aber falls es sein sollte, dass du mit deinem Creature Removal nicht alles traden kannst oder ja, aus irgendeinem Grund eine Haste-Kreatur, eine große Haste-Kreatur ins Spiel bringen kann, zum Beispiel über Sneak Attack oder so, dann ist es halt wichtig, dass du einen Snaring Bridge hast, dass die eben nicht dich tothauen kann. Ja. Das ist es in Wirklichkeit. Außerdem, ich meine, sowas wie Elfen oder so, die halt viele Kreaturen haben, die dann sehr groß werden, solltest du mit den anderen Karten im Sideboard eigentlich auch handeln, zum Beispiel mit der nächsten. Ja. Gut, komm mir gleich. Dein Mass Removal Set, ich nehme jetzt alle fünf dazu, obwohl sie nicht alle dasselbe tun. Okay. Das sind zwei Toxic Deluge, das sind zwei Massaker und eine Engineered Plague / Night of Souls Betrayal. Genau. Arbeiten wir ab. Beginnen wir mit Toxic Deluge. Toxic Deluge ist halt 3 Mana, das heißt, es kommt vom Dark Ritual gecastet. Du kannst es selber skalieren. Oftmals zahlst du eh nur 1 oder 2 Leben, was halt ausreichend ist, um eben alle Elfen, um eben alle White Winnie Kreaturen, alle Goblins, alle was auch immer abzuräumen. Einfach die breite Masse an Kreaturen schnell wegzukriegen, da ist es halt perfekt. Und eben das 3 Mana ist halt wichtig, weil du es eben vom Dark Ritual her casten kannst und auch realistischer mit deiner Mana-Base casten kannst, auch wenn du dich eben selber mit Smallbox und so behinderst. Ja. Gut, Massaker? Ja, Massaker kostet gegen das White Winnie Deck oder gegen das Death and Texas Deck gar nichts. Und damit ist es also möchte ich es auf jeden Fall einmal spielen. Ich habe es jetzt 2-mal im Sideboard, weil wenn ich es einmal spiele, dann spiele ich es deswegen einmal, weil ich es mir raussuchen kann, / Jetzt spielt aber meine Liste Besiege der Queen und nicht Grim Tutor. Grim Besiege der Queen kann ich es mir nur raussuchen, wenn ich 4 Länder habe. Dann ist aber das Gratis-Casten von Massaker, was eh 4 kostet, schon wieder irrelevant. Mhm. Deswegen spiele ich 2, damit ich es einfach natürlich ziehen kann. Ja, Death and Texas ist auch kein tolles Matchup für das Deck. Einfach weil er selber mit wenig Mana operieren kann, weil er Aetherveil hat, weil er viele Kreaturen ins Spiel bringen kann. Das ist halt alles ein bisschen so, naja. Und weil er halt auch deine Mana-Base irgendwie angreifen kann, theoretisch. Genau, oder? Er kann meine Mana-Base auch angreifen, nur in dem Spiel, glaube ich, dieses Spiel würde ich, glaube ich, gewinnen. Wobei natürlich, ja, er kann halt auch einfach mit wenig Länder operieren, ja. Gut, und die Engineered Plague / Night of Souls Betrayal? Ja, Engineered Plague über Night of Souls Betrayal, auch weil es halt 3 Mana kostet und ich bringe es halt eh gegen die Decks, die ich eben vorhin gesagt habe, Elfen, Goblins, was auch immer, wo ich halt sagen kann, Elfen, ich cast es wieder für 3 Mana vom Dark Ritual weg und dieses Deck ist sozusagen gehandelt, ja. Außerdem macht Night of Souls Betrayal alle Kreaturen -1/-1, das ist doch meine. Das heißt, mein Nether Spirit und auch meine Länder werden schlechter und dann dauert es halt noch länger, in den Tod zu hauen. Und das ist halt auch nicht das, was ich wirklich will. So, und das letzte Playset, muss man eigentlich sagen, ja, ist Graveyard Hate. Mhm. Das sind, du hast aufgeschrieben, 4 Leyline of the Void oder Tormod Script oder Relic of Progenitus oder Nihil Spellbomb. Ja, also das Deck spielt 4 Leyline of the Void, einfach weil ich bin da sehr kompromisslos. Ja, ich sage, ich spiele ein schwarzes Deck, ich kann die Leyline casten, wenn ich möchte, und ich kann die Leyline von der Starthand gratis ins Spiel bringen und ich haue dem Gegner eh so viel in seinen Friedhof, dass wenn der eine Friedhofsynergie hat, möchte ich eben, dass er sie fix nicht hat. Man kann natürlich sagen, man ist ein bisschen mutiger, spielt Tormod Script, Relic of Progenitus, Nihil Spellbomb, wie auch immer, in einer gewissen Anzahl, also so 2 bis 3 nur, dann erspart man sich 1 bis 2 Slots im Sideboard, kann wieder was anderes spielen, was durchaus relevant ist, weil in Sideboard, gerade bei Legacy, auch bei diesem Deck, gibt es immer viele Karten, die daneben stehen und sagen, ich will auch gespielt werden. Mhm. Ich bin da sehr straightforward. Ich sage, wenn ich Leyline casten kann, dann spiele ich Leyline. Und da spiele ich halt 4, weil 3 spielen ist irgendwie ein Witz, finde ich. Gut. Das teuerste Legacy-Deck haben wir jetzt durch? Oder das, ja, bis jetzt das, was ich bis jetzt, glaube ich, teuerste vorgestellt habe, ist vor allem, wenn man es halt in der vollen Ausbaustufe, ja, mit Tabernakel, mit Nethervoid, mit Abyss, mit Grim Tutor,
damit geht schon ins Geld. Vor allem mit diesen Karten geht es halt schon allein ins Geld. Ja. Weitere Sideboard-Optionen möchte ich noch kurz erwähnen. Bitte, gerne. Surgical Extraction Extirpate. Wenn man den Platz hat, ist beides super, weil du discardest halt mit der Inquisition oder mit der Hymne die wichtige Karte dem Gegner. Und dann, gegen die du halt verlierst, potenziell. Genau, dann extirpatest du es ihm oder extractest du es ihm und dann musst du dich um das nicht mehr kümmern. Das kann schon wirklich relevant sein. Es gibt auch Listen, die spielen zum Beispiel ein Extraction im Indeck. Einfach weil es halt immer gut ist, ja, weil der, oder ein Extirpate im Indeck, weil du ja zur Not auch ein Non-Color Land, also ein Non-Basic Land extirpaten kannst. Das kannst du auch alle Fetchlander extirpaten. Ist auch okay, dann ist noch mehr seine Mana-Base gehatet. Ja, Sphere of Resistance oder Sworn of Amethyst machen alle Spells um eins teurer. Sphere halt wirklich alle Spells, voran halt nur die Non-Creature Spells. Wenn, dann würde ich Sphere spielen, finde ich aber beide eigentlich nicht gut genug. Ja? Weil da spiele ich doch lieber Netherworld oder Trinisphere. Ich meine, Netherworld ist ja teuer, aber Trinisphere ist dann auch gut. Ja? Würde ich eher Trinisphere spielen. Und was auch noch Möglichkeit sind, andere Winning Options im Sideboard zu spielen. Und zwar Bitterblossom wird gern gespielt, einfach weil du halt Turn 2 legen kannst. Das wird dann als One-Off gespielt? Nein, das spielt man, wenn man es als weitere Winning-Option spielt, schon als Two-Off, teilweise sogar als Three-Off. Man kann natürlich alles als One-Off spielen, wenn man sagt, ich habe eh die Tutoren, aber ich würde halt zwei davon spielen. Ja, einfach halt mit Bitterblossom-Token gewinnen, ist eh klar. Alternative, Chains of Mephistopheles. Kann man auch gleich sagen, glaube ich, kostet auch so 150 aufwärts. Na dann. Mild den Gegner halt. Ja. Ist halt die Mild-Karte, weil immer wenn er eine Karte ziehen würde, muss er eine discarden und darf dann für eine ziehen. Und wenn er keine discarden hat, dann muss er eine milden. Und da er ab irgendeinem gewissen Punkt einer keine oder fast keine Länder, auf der, also Karten auf der Hand hat, wird er halt immer milden müssen. Und nie wieder Karten ziehen und dann ist alles leiwand. Hört sich sehr nett an, ja. Ja. Prinzipiell, was sind die Winning Options, die du empfehlen würdest? Oder welche sollte man sich auf jeden Fall spielen und welche sollte man drüber überlegen? Ja, also die ich jetzt gerade in der Liste spiele, eben den Nether Spirit, die Factories, die Curse Scrolls und halt das eine Totem, finde ich, sind alles gute Winning Options. Ich finde die Bitterblossom im Sideboard auch okay, nur ich bin halt immer sehr vorsichtig mit den Live-Loss-Geschichten, weil du kein Live-Gain hast und weil die Spiele mit diesem Deck immer länger dauern. Auch eine coole Option ist Empty the Pits. Empty the Pits kostet halt 4 schwarze und Doppel-X. Aber das hat halt Delph und für jedes X bekommst du einen 2-2 getappten Zombie ins Spiel. Hört sich jetzt nicht so aufregend an, aber es ist Instant. Ja. Du kannst das dann Ende des Turns irgendwann spielen für, keine Ahnung, X ist 5. Dann hast du 10 Power an Bord und dann greifst du halt einmal an oder zweimal an und dann fällt der Gegner eh um. Und der Graveyard sollte ja gefüllt sein mit dem. Der Graveyard ist immer gefüllt und du machst ja auch nichts mit deinem Graveyard. Insofern, also außer Nether Spirit zurückbringen. Insofern ist das schon okay. Ja, ich finde das so am besten. Man muss halt dazu sagen, der Wunsch war eben Mono Black Box, deswegen habe ich das gerade vorgestellt. Ist teilweise, also ist eigentlich nicht mehr State of the Art. Man spielt eigentlich Pox fast immer jetzt mit Grün. Abrupt Decay, Crop Rotation, Death Rechainment teilweise. Gibt's halt dann ist halt ein ganz anderes Deck, Pernicious Deed. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich hab dieses Pox früher gern gespielt mit Weiß, ja, mit Vindicate und Geralt's Verdict oder mit Blau, mit Snapcaster Mage und Counterspells. Gibt es 1000 Variationen, wie man das spielen kann. Jeder hat ihre Vor- und Nachteile. Ja, das ist halt die mono-schwarze Version, die wurde gewünscht. Die haben wir euch gezeigt. Abschließend, wer will das Deck spielen, außer der, der viel Geld übrig hat? Der den Gegner gerne ärgert. Also dir müsste es eigentlich gefallen. Ja, weil die Gegner, die gegen das, also wenn du mit diesem Deck gewinnst, dann hat dein Gegner keinen Spaß. Das ist das, also dieses Deck ist der Inbegriff von dem, was Wizards heutzutage zu verhindern versucht. Sie drucken kein Land Destruction mehr, weil den Leuten macht es keinen Spaß zu verlieren, wenn sie ihre Spells nicht casten können. Sie drucken teilweise schlechteren Hand Destruction, also was wie Hymne oder so, halt gar nicht mehr. Weil, wenn die Leute halt random vor allem ihre Karten abwerfen müssen, das freut sie nicht, weil sie dann ihre guten Karten abwerfen müssen. Und wenn ich für einen Mana, der eine beste Kreatur zerstören kann, dann finden das die wenigsten Leute auch sehr witzig. Und das macht halt dieses Deck alles. Ja. Ich zerstöre deine Länder, ich zerstöre deine Hand, ich spiele irgendeine ranzige 2-2-Kreatur aus meinem Friedhof und hau dich ganz langsam tot, während ich dich weiter ärgere. Ja, wenn du darauf stehst, ist das ein cooles Deck. Wenn du aber halt darauf nicht stehst, dass du ab und zu einfach verlierst, weil das Spiel zu lang dauert und dein Gegner sich dann halt doch irgendwann raustopdeckt, weil Liliana ist halt Sorcery, Smallbox ist Sorcery, Hymne ist Sorcery, Inquisition ist Sorcery, das heißt, irgendwann sind seine Topdecks, solange wenn er irgendwie Länder auch noch ins Spiel halten kann, live,
Das heißt, das ist dann ein Problem. Und das ist auch ein, zum Beispiel typische schlechte Matchups für das Deck, sind Decks, die wenig Non-Basic spielen, weil das einzige Instant Land-Hate ist Wasteland. Mhm. Und Wasteland zerstört halt keine Basics. Das heißt, Mono-Rot ist ein katastrophales Matchup. Ja. Ja, weil der hat schon mal genug Damage auf der Hand, um dich normalerweise zu töten. Und jeder seiner Draw-Steps ist ausreichend. Und mit einem Mountain kann er dich totschießen. Also das ist halt, sind halt schlechte Matchups. Die guten Decks, in Anführungszeichen, die 3-Color, 4-Color Decks, die lachst du aus, Combo-Decks meistens auch. Gut, dann würde ich sagen, ich werde ein Crowdfunding einrichten, damit ich mir Mono Black Box bauen kann. Und Patrick, danke fürs Vorstellen, das war ein echt lustiges Deck, mal ein interessantes Deck. Bitte gerne. Ihr seid natürlich aufgerufen dazu, mein Crowdfunding zu unterstützen. ihr könnt es natürlich auch abonnieren, kommentieren und liken auf Facebook, YouTube und Twitter. Könnt direkt im Spielraum auch was hinterlassen für mein Deck, oder ihr kauft Karten und hinterlegt es. Und das müsst ihr nicht machen. Aber ihr könnt es natürlich. Und ansonsten danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Aber. Der ist wirklich heiß, oder? Ja, schon. Wenn einer von 10 was hergibt, habe ich schon gewonnen.